Wir haben heute ein ganz interessantes Schriftwort gehört, Offenbarung Kapitel 2, die sieben Sendschreiben. Die allererste Gemeinde, die so ein Sendschreiben erhält, ist die Gemeinde in Ephesus. Jesus macht, so könnten wir uns das gut vorstellen, einen Besuch in seiner Gemeinde dort in Ephesus. Er sitzt am Sonntag im Gottesdienst. Er besucht die verschiedenen Kreise, die unter der Woche stattfinden. Er schaut sich das geistliche Leben der Leute von Ephesus an und er schreibt eine Beurteilung. Der Gemeindeleiter von Ephesus erhält diesen Bericht aus erster Hand. Und das ist ja schon etwas, wenn Menschen auf einmal im Licht der Ewigkeit stehen. Plötzlich spricht Gott zu uns, wir erkennen unseren Zustand und es gibt keine Möglichkeit mehr zu diskutieren oder auszuweichen. Jeder weiß, das ist die Wahrheit. Das stimmt so. Wenn jeder weiß, wie es Michael Hahn einmal ausdrückte, was ich bin vor dir, das bin ich auch in mir. Was wäre, wenn Jesus unsere Gemeinde beurteilen würde? Wie würden seine heutigen Sendschreiben aussehen? Wie würde sein Bericht über uns, die Gemeinde Gottes zu Kalfhirsau, ausfallen? Vielleicht ähnlich wie bei der Gemeinde zu Ephesus? Wie entstand die Gemeinde in Ephesus? Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte, als der Apostel Paulus am Ende seiner zweiten Missionsreise im Frühjahr 52 nach Christus Ephesus besucht, war diese Stadt bereits eine moderne Hafenstadt, die erst 12 Jahre zuvor Kaiser Tiberius nach einem Erdbeben neu hatte aufbauen lassen. Durch ihren Mittelmeerhafen wurde sie schnell zum Handelszentrum der Region und war von Wohlstand und religiöser Kultur geprägt. Ephesus war aber nicht nur ein Handelszentrum, sondern auch ein Wallfahrtsort. In Ephesus stand der große Tempel der Diana und Artemis, der besonders beim jährlichen Fest zu Ehren der Jagd- und Fruchtbarkeitsgöttin Tausende von Touristen anzog. Der Diana-Tempel gehörte zu den 7 Weltwundern. Überall gab es Silberschmiede, die als Einnahmequelle so kleine Souvenirs vom Tempel nachmachten und die man kaufen konnte. Paulus kam auf seiner ersten Missionsreise mit Aquila und Priscilla nach Ephesus. Er predigt zunächst in der Synagoge, da er aber auf der Durchreise nach Jerusalem ist, ließ er das Ehepaar dort zurück und versprach, wiederzukommen. Auf der dritten Missionsreise im Herbst 54 nach Christus plante dann Paulus einen längeren Einsatz in Ephesus. Durch die klare biblische Verkündigung des Paulus kamen Menschen zum Glauben, aber es entstanden auch Konflikte und Paulus bekam viele Gegner. Viele redeten schlecht über ihn und die Lehre, die er verkündigte. Schließlich musste er die Synagoge verlassen und in einem neutralen Gebäude, in der Schule, ja in der Volkshochschule, wenn wir so wollen, in einem Lehrsaal des Tyrannos die Versammlungen abhalten. Interessant ist, dass Paulus insgesamt 2,5 Jahre in Ephesus predigte und lehrte. Hier wird etwas von der intensiven und systematischen Belehrung des Apostels deutlich. Kontinuierliche und tiefgehende Belehrung. Wie wichtig ist sie zur Festigung der Gemeinde? Neben der aktiven Missionstätigkeit gehört das intensive Schriftstudium doch wohl zu den wichtigsten Kennzeichen einer gesunden Gemeinde. Sie haben es wirklich so praktiziert, wie Jesus es im Missionsfehl zum Ausdruck gab. An der Front missionieren, evangelisieren und nach innen die Jünger stärken, sie wirklich unterweisen in der Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Während diesen 2,5 Jahren des Lehrens und Verkündigens kommt es dann zum entscheidenden Durchbruch. Zeichen und Wunder geschehen, sogar durch die einfachen Schweißtücher des Paulus finden Heilungen statt. Viele, die zum Glauben gekommen waren, bringen ihre Zauberbücher und verbrennen sie auf dem Marktplatz, in aller Öffentlichkeit. Der Wert der Zauberbücher belief sich auf heutige Verhältnisse umgerechnet auf etwa 250.000 Euro.
Man trennte sich radikal vom alten Leben. Die Freude über das neue Leben in Jesus Christus war groß. Um das Jahr 60 nach Christus schreibt Paulus dann den Epheserbrief von Rom aus. Auch dieser Brief ist gefüllt mit Lehre und Ermutigung. Paulus entfaltet das Geheimnis Gottes. Er möchte den Christen in Ephesus zeigen, schaut, ihr seid in Christus und in Christus seid ihr erwählt worden vor Grundlegung der Welt. In ihm seid ihr geschützt, in ihm seid ihr bewahrt. Durch den Heiligen Geist seid ihr versiegelt, ja für die Ewigkeit bestimmt. Nach seiner ersten Gefangenschaft besucht Paulus die Gemeinde wieder. Da er offenbar nur wenig Zeit hat, lässt er seinen jungen Mitarbeiter Timotheus zurück. Es gibt schon Mängelzustände in der Gemeinde und Timotheus soll diese Mängel beheben. Gerade dieser schüchterne junge Timotheus, der sehr sensibel war, dem einiges auch auf den Magen schlug. Er soll dort bleiben und die Dinge regeln. Paulus motiviert ihn und unterstützt ihn immer wieder. Wir können in den Timotheusbriefen lesen, wie Paulus so ein herzlicher Vater und Mentor ist gegenüber dem Timotheus und ihm immer wieder Mut zuspricht. Bleib dran, ermahne, predige, strafe sogar, aber seh zu, dass die Dinge wirklich zur Ehre Gottes sich dort entfalten in Ephesus. Die Kirchengeschichte berichtet, dass in den späten Jahren des ersten Jahrhunderts der Apostel Johannes sich für längere Zeit in Ephesus aufhielt. Wir wissen, der alte Johannes hatte nur ein Thema, das war die Liebe. Ich kann mir vorstellen, dass der alte Johannes oft dort in der Gemeinde aufstand und sagte, meine Kindlein, liebt euch doch untereinander. Hier ist also schon die zweite Generation in der Gemeinde anzufinden, die den Apostel Paulus möglicherweise nicht mehr erlebt hat. Um 95 nach Christus unter Kaiser Domitian wurde Johannes auf die Insel Patmos verbannt und hier verfasst er die Sendschreiben an die 7 Gemeinden in Kleinasien und Ephesus ist die erste Gemeinde, an die er schreibt. Die Beurteilung der Gemeinde Ephesus beginnt mit einem dicken Lob. Die Gemeinde in Ephesus ist erstaunlich intakt. Sie läuft so gut, wie wir das heute nur bei wenigen Gemeinden finden. 4 Bereiche aus dem Gemeindeleben sind es, die Jesus ganz besonders hervorhebt. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Ephesus ist eine Gemeinde, die etwas für andere tut. Sie reden nicht viel von dem, was andere tun sollten. Sie tun selbst etwas, ganz selbstverständlich und ohne viel Aufhebens davon zu machen. Sie tun in Ephesus etwas für die Kinder, für die Familien, für die Einsamen, für die Kranken und auch für die Alten. Diakonie in dieser Gemeinde ist wirklich gelebter Alltag. Weiter sagt Jesus, ich kenne deine Mühsal. Wir könnten auch sagen, deine Bemühungen für meinen Auftrag. Hier ist von unverdrossener Arbeit die Rede. Sie sind nicht faul, sie sind nicht lässig geworden. Das Wort Mühsal hat den Beiklang von Schwerstarbeit und Schufterei. Ihr missionarischer Einsatz ist wirklich beispiellos. Ich kann mir gut vorstellen, in Ephesus wurden auch weiterhin viele Versuche unternommen, um Menschen mit dem Glauben an Jesus Christus bekannt zu machen. Es gab missionarische Veranstaltungen, vielleicht in der Fußgängerzone, weiterhin die Glaubensgrundkurse in der Schule des Tyrannus, dieser Volkshochschule von Ephesus. Jesus kritisiert das alles nicht. Er sagt nicht, das ist nur blinder und hohler Aktivismus. Er sagt auch nicht, mit den Methoden, die er einsetzt, ehrt ihr meinen Namen nicht. Nein, er sagt, um meines Namens willen tust du das. Die Zielausrichtung ist gesund. Sie sehen Jesus und seinen Namen. Dafür setzen sie sich ein. Das könnte der Herr heute nicht von vielen Gemeinden sagen. Die Epheser wollten wirklich etwas für den Herrn tun. Es ging ihnen nicht darum, dass sie als Gemeinde bei den Leuten in Ephesus gut ankamen, sondern es ging ihnen um den Ruf des Namens von Jesus Christus.
Ihr gesamtes Gemeindeleben sollte den Namen Gottes ehren, ihm einen guten Ruf geben und seinen Ruhm in Ephesus und in der Umgebung verbreiten. Ich kenne deine Mühsal. Du tust es um meines Namens willen. Wir erinnern uns an die Bitte des Vaterunsers. Dein Name werde geheiligt. Diese Bitte haben die Epheser brennend gebetet. Es ging ihnen um den Namen Gottes. Ihre Geduld war auch unschlagbar. Jesus sagt, ich kenne deine Geduld. Du hast in meinem Namen Lasten ertragen und bist nicht müde geworden. Die Christen in Ephesus bleiben dran. In großer Treue taten sie ihre Aufgaben in der Gemeinde. Wenn es Probleme gab, hat man diese Schwierigkeiten durchstanden. Schon viele Herausforderungen, die sich stellten, waren ganz entschlossen angenommen worden. Du hast Ausdauer bewiesen, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in stürmischen Zeiten. Du hast das Handtuch nicht geworfen, sondern du bist standfest geblieben. Weiter sagt Jesus, ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Die Brüder und Schwestern hielten an der Autorität der Schriften fest. Auch wenn die biblischen Gebote aufgelöst oder biblische Inhalte angezweifelt wurden, gingen sie klar ihren Weg. Ihr Lehrer konnten in dieser Gemeinde schlecht Fuß fassen. Auch dann nicht, wenn sie ihre Autorität auf den Herrn selbst zurückführten und sich Apostel nannten. Apostel heißt ja Gesandter. Sie kamen als angeblich Gesandte vom Herrn. Gerade dies ist ja das Verführerische. Das Böse kommt versteckt. Die Verführer beziehen sich vielleicht noch auf außergewöhnliche Geisterfahrungen, maßen sich apostolische Vollmacht an, doch in der Gemeinde zu Ephesus wurden sie entlarvt. Der Böse kommt hier immer als Scheintheologe. Das war schon bei Adam und Eva im Paradies so. Sollte Gott gesagt haben? Auch Jesus hat den Bösen als Scheintheologe erlebt. Was konnte er nicht alles aus der Bibel zitieren? Aber aus dem Zusammenhang herausgegriffen. Jesus hat immer wieder Konter gegeben. Es steht aber auch geschrieben. Die Gabe der Geisterunterscheidung, von der auch Paulus schreibt, war wohl in der Gemeinde zu Ephesus stark vorhanden. Die ihr Lehren wurden durchschaut. Die Beurteilung der Gemeinde Ephesus findet aber ihre Fortsetzung mit einer ernsten Kritik. Was fehlte dieser Gemeinde? Hätte sie noch mehr Diakonie machen sollen? Hätte sie noch mehr Mission treiben sollen? Fehlte noch etwas an Angeboten in der Gemeinde? Hätten sie noch strenger und intensiver die Irrlehrer zurechtgewiesen? Hätten sie manche biblische Linien doch noch besser umsetzen müssen? Nein, die Kritik an Ephesus hieß, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das alles war es nicht. Jesus verwendet ein Bild und es ist das Bild von zwei Verliebten. Wir erinnern uns an das Anspiel. Verliebte sind Leute, die immer beieinander sein wollen, die nur noch Augen füreinander haben, die sich deswegen so viel zu sagen haben, die sich ihr Leben gar nicht mehr ohne einander denken können. So ist das bei Verliebten, so ist das bei der ersten Liebe. Und das versteht man in Ephesus gut. Das ist in der Gemeinde zu Ephesus keine graue Theorie. Das hatten sie erlebt, als das Evangelium nach Ephesus kam. Wie großartig war das damals in Ephesus, als sie zum ersten Mal Jesus entdeckten. Die Freude und der Friede, der durch Jesus in ihr Leben kam. Die große Entlastung, die Befreiung durch die Vergebung der Schuld. Und dann brachten sie ihre Zauberbücher, ihre esoterische Literatur und den ganzen okkulten Kram. Und mitten auf dem Marktplatz in Ephesus gab es ein Freudenfeuer. Weg mit dem Zeug. Das brauchen wir nicht mehr. Wir wollen ganz für Jesus da sein. Wir wollen uns nicht wieder zurückfangen lassen.
Aber das war nun offenbar anders geworden. Sicherlich nicht auf einen Schlag, vielmehr nach und nach, schrittweise, Schritt für Schritt. Vielleicht hatten sie es gar nicht selber gemerkt. Und jetzt steht der Herr vor ihnen und fragt: Habt ihr mich immer noch lieb? Eure Liebe hat nachgelassen. Ich habe gegen dich, dass du nicht mehr in dieser ersten Liebe stehst. Wir erinnern uns an die Frage, die Jesus auch dem Petrus stellte: Hast du mich lieb? Ich glaube, wir können alle anderen Fragen leichter beantworten als diese. Es gibt Fragen, wo wir sofort mit Ja oder Nein antworten können. Zum Beispiel: Bist du bekehrt? Bekennst du dich zu Jesus? Gehst du regelmäßig in den Gottesdienst? Oder, wenn du ein kleiner Superchrist bist, auch noch in die Bibelstunde? Liest du in der Bibel? Betest du? Arbeitest du in der Gemeinde mit? Das können wir alles ziemlich leicht beantworten. Aber das hier ist nicht gefragt. Jesus fragt nur: Hast du mich lieb? Da verstummt die Gemeinde in Ephesus. Und da wird gesagt: Das reicht zum Leuchter wegstoßen. Man möchte fast aufschreien und sagen: Herr, das ist doch nicht möglich bei einer Gemeinde, die so dran ist, die so intakt ist. Denkt doch daran, ihre Mühe, ihr Eifer, sie setzen sich ein für die Menschen, für ihre Umgebung, sie betreiben Mission, sie sind eine bibeltreue Gemeinde, sie halten dein Wort hoch, sie gehen streng vor, wenn ihr Lehrer auftreten. Du kannst diese Gemeinde doch nicht einfach wegstoßen. Leuchter wegstoßen heißt doch, dass es ein Ende mit dieser Gemeinde hat, dass ihr das Leben entzogen wird, dass ihr das Licht verlischt. Nun, der äußere Betrieb, der mag noch eine Weile weiterlaufen. Die vielen Veranstaltungen des Gemeindekalenders werden weiterhin durchgeführt, aber das Eigentliche, das Leben ist weg. Die Gemeinde ist belanglos geworden, belanglos für die Welt Gottes und auch belanglos für die Hölle. Und Gott hat uns das doch demonstriert, wie das aussieht. Das sind keine leeren Worte. Diese ganzen herrlichen Gemeinden in Kleinasien sind heute wie weggefegt. Dort herrscht heute der Islam. Wir hören von Aufbrüchen hier und da. Aber fast alle Missionare, die ich so kennengelernt habe, die gerade in der Türkei arbeiten, sagen, es ist ein sehr schweres Pflaster. Jesus hat das schon in seinen Endzeitreden deutlich gemacht, dass diese Entwicklung zunehmen wird. In der Zeit kurz vor meiner Wiederkunft wird die Liebe in vielen erkalten, Matthäus 24, Vers 12. Dann sterben viele Gemeinden den geistlichen Kältetod. Das Christusbekenntnis ist nur noch zu einer Formel geworden. Was einmal als übersprudelndes Leben begann, endet mit den Resten einer Tradition. Alles ist nur noch Routine. Statt Feuer ist nur noch Asche. Das Abgleiten von der ersten Liebe kann sehr leicht passieren. Bei manchen Christen habe ich den Eindruck, sie leben so nach Regeln und Geboten. Und wenn sie die abhaken können, dann ist alles gut. Aber auch das ist ein Zeichen für Asche. Das Abgleiten von der ersten Liebe. Wir müssen da entgegensteuern. Vielleicht wird das die Aufgabe, die Bewährungsprobe der Gemeinde Jesu sein, kurz vor seiner Wiederkunft. Man rühmt sich, man hat eine glorreiche Vergangenheit, eine wunderbare Gemeindegeschichte. Man spricht von damals, Bruder so und so und Schwester so und so, aber der Leuchter ist schon längst weggestoßen. Aber der Herr ringt hier um seine Gemeinde. Das sind ja seine Leute, für die er sein Leben gegeben hat, für die er sein Blut vergossen hat, die er mit dem Einsatz seines ganzen Lebens erkauft hat.
Jesus sagt, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und kehre um, tue Buße und tue die ersten Werke. Das Zurückdenken ist hilfreich. Wie war das damals, als ich Jesus kennengelernt habe, als ich so richtig verliebt war in ihm, als ich voller Neugierde war, als ich nicht genug von ihm bekommen konnte? Ich war voller Freude, ich musste jedem erzählen, was Jesus mir bedeutete. Wie war das damals? Wie habe ich da meinen Glauben gelebt? Das war für mich ganz selbstverständlich. Ich konnte nicht genug beten. Ich bin sogar beim Beten eingeschlafen. Beten war mein Lebenselement. Ich habe in der Bibel gelesen, Flächen gelesen. Wenn ich eine freie Minute hatte, ich habe gelesen. Ich wollte sogar zur Bibelschule gehen. Und beim Zurückdenken merkst du, auf einmal kommt wieder eine tiefe Sehnsucht auf. Ich möchte, dass es wieder so wird wie am Anfang. Diese Advents- und Weihnachtszeit ist ja auch immer die Zeit der Nostalgie und Romantik, aber auch eine Zeit, in der man bewusst Erinnerungen pflegt. Besonders bei älteren Leuten ist dies anzutreffen. Ich weiß von meiner Großmutter, dass sie am ersten Weihnachtstag meistens ihre Fotoalben aus dem Regal nimmt und sich dann an vergangene Weihnachtsfeste erinnert. Wie war es doch damals? Vielleicht nimmst du auch wieder die Bilder vom Anfang. Damals, als du ein frischer, junger Christ warst, du denkst zurück. Jesus sagt, tue die ersten Werke. Was sind die ersten Werke? Es ist ganz interessant, dass die Bibel viel über Dinge spricht, die vor allem anderen wichtig sind. Oft sind diese biblischen Aussagen dann auch ganz direkt mit dem Wort zuerst verbunden. Zu den ersten Werken gehört Termine mit Gott einplanen. Wir kennen die Geschichte. Jesus war bei seinen Freunden Lazarus, Maria und Martha. Martha bereitete ein Festessen für den geliebten Gast. Sie macht sich viel Arbeit. Maria aber nimmt sich Zeit, um mit Jesus zu reden und auf Jesus zu hören. Genau das brauchen wir. Termine mit Gott. Ich weiß, wir leben in einer sehr hektischen Zeit. Und obwohl wir uns vorgenommen haben, auch in dieser Adventszeit so eine Zeit der Besinnung durchzuführen, müssen wir feststellen, dass wir doch noch von einer Besinnung zur anderen hetzen. Aber wir dürfen uns Zeit nehmen mit Gott. Termine mit Gott sind wichtiger als Termine für Gott. Wir brauchen diese Termine mit Gott, diese Stunden mit unserem Vater. Nur so kehrt die erste Liebe zu Jesus wieder zurück. Zu den ersten Werken gehört auch das Innenleben reinhalten. Im Gespräch mit den Leuten seiner Zeit, die es ganz ernst mit dem Glauben und der intensiven Beschäftigung mit der Bibel meinten, hat Jesus einmal gesagt, ihr müsst zuerst das Innere eines Bechers reinigen, damit auch das Äußere rein wird. Die Frommen damals achteten genau darauf, dass die Ausübung ihres Glaubens nicht zu kurz kam. Sie waren in jeder Versammlung zu finden, hielten sich an die Gebote und Regeln, die sie für richtig hielten, aber in ihrem Herzen war vieles an Bitterkeit und Unreinheit. Es gab viele Leute, die sie zutiefst verachteten. Sie waren nicht im geringsten bereit, Kritik und Korrektur anzunehmen. Sie beharrten immer steif und fest auf ihre Meinungen und Ansichten und versuchten ihren Willen bei jeder Gelegenheit durchzusetzen. Und Jesus macht hier deutlich, wenn du aus einem Becher trinken willst, dann ist es doch noch wichtiger, dass er innen sauber ist, als dass er äußerlich glänzt und blank poliert ist. Du brauchst diese gründliche Reinigung deines Innenlebens. Du sollst dein Innenleben reinhalten. Ich weiß, das ist eine große Herausforderung in unserer heutigen Zeit. Aber bewahre dein Herz, denn daraus kommt das Leben. Zu den ersten Werken gehört auch mit der Ankunft des Herrn rechnen. Wir leben in der Adventszeit. Advent heißt Ankunft. Christen rechnen damit, dass das Ziel und die höchste Erfüllung ihres Lebens die Begegnung mit Jesus ist.
Wir begegnen dem Herrn entweder durch unseren Tod, wenn wir abgerufen werden, oder an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. In der Bibel werden viele Beispiele dafür verwendet, wie Christen bereit sein sollen für die Begegnung mit dem Herrn. Wie ein Betriebsleiter, dessen Chef auf einer Geschäftsreise ist und jederzeit zurückkommen kann, seine Aufgaben treu erfüllt, sollen wir auf den Herrn warten. Ebenso wie eine Braut, die sich auf die Hochzeit freut und ganz in der Vorbereitung und Vorfreude auf diesen Tag lebt, sollen wir auf den Herrn warten. Es ist klar, dass es große Auswirkungen auf das eigene Leben hat, wenn ich mit der Ankunft des Herrn rechne. Johannes hat das in seinem ersten Brief so gesagt: Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Hier sind wir wieder beim Reinhalten unseres Herzens. Der hält sich rein, wie auch jener rein ist. Eine Testfrage: Wie würdest du heute leben, wenn du genau wüsstest, dass dies dein letzter Tag wäre? Oder wie würdest du heute leben, wenn du genau wüsstest, dass heute der Herr wiederkäme? Beantworte diese Fragen ganz für dich. Und dann lebe so, wie wenn dieser Tag der letzte Tag deines Lebens wäre. Du wirst sehen, dass sich manches verändert. Die Maßstäbe werden auf einmal total verschoben. Dinge, die für dich bisher groß und wichtig waren, werden auf einmal ganz klein. Sie werden nebensächlich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Zurück zur ersten Liebe. Das Bleiben in der ersten Liebe ist nicht zu verwechseln mit dem Stehenbleiben im Anfang. Der Herr will Fortschritt. Als Christen sollen wir wachsen und uns entfalten. Aber alles auf dem Fundament des Anfangs. Aus der Liebe zu Jesus heraus. Vielleicht hast du eine ganz neue Sehnsucht bekommen heute Morgen. Sehnsucht nach der ersten Liebe. Es soll wieder so sein wie am Anfang. Ich möchte ganz bewusst Termine mit Gott einplanen. Die Termine für Gott werden vollmächtiger, wenn sie aus diesen Terminen mit Gott kommen. Ich möchte mein Innenleben reinhalten, weil ich weiß, Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, sondern er ist auch ein reiner und ein heiliger Gott. Ich weiß, diese Seiten Gottes werden heute weniger betont. Ich erinnere mich, als ich in der Sonntagsschule war. Wir hatten eine strenge Sonntagsschullehrerin. Und es gab ein Lied, das haben wir gerne gesungen. Die Älteren von euch werden es sicherlich noch kennen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Denn der Vater im Himmel, und in diesem Augenblick sehe ich meine strenge Sonntagsschullehrerin vor mir mit ihrem erhobenen Zeigefinger. Und wir haben alle unseren Zeigefinger gehoben. Der Vater im Himmel hat Acht auf dich. Ich kann nicht sagen, dass ich ein falsches Gottesbild durch dieses Lied bekommen habe. Ich danke Gott für meine Eltern. Ich danke Gott auch für diese Sonntagsschullehrerin, die uns deutlich gemacht hat, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber ich durfte schon früh erkennen, Gott ist auch ein heiliger und ein reiner Gott und er möchte, dass ich sauber bleibe. Das gehört mit zu dieser ersten Liebe. Das Innenleben reinhalten. Ich möchte doch den Herrn begegnen. Ich möchte doch bereit sein, wenn er kommt. Ja, mit der Ankunft des Herrn rechnen. Denk dran, wir haben Adventszeit. Er kommt. Der Herr Jesus hat sich dieser Gemeinden vorgestellt als hoher Priester, der mitten unter den 7 Leuchtern wandelt. Und ich sehe dieses Bild so vor mir. Und ich finde, es ist immer so ein besonderer Augenblick, wenn man eine Kerze anzündet, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wir machen Lichter an. Wir haben uns vielleicht schon zu sehr daran gewöhnt. Vielleicht müssen wir wieder den Blick eines Kindes bekommen. Dieser winzige Moment, wo das Streichholz Feuer fängt, ist doch etwas
Gewaltiges. Und es wird etwas angezündet. Weißt du, wenn du Sehnsucht bekommst und sagst, Herr, ich möchte, dass es wieder so wird wie am Anfang. Und du fängst an zu beten. Und du legst dem Herrn gar nicht alles vor, wie toll du bist und was du als Christ alles schon gemacht und geleistet hast. Du sagst ihm einfach, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe und ich möchte, dass diese Liebe noch stärker wird, dass es wieder so wird wie am Anfang. Mein Vater hat uns immer gesagt, das ist so, als ob wir dem lieben Gott ein kleines Gänseblümchen entgegenstrecken. Aber es ist auch so, als ob wir ihm eine Kerze entgegenstrecken. Als ob wir als Gemeinde unseren Leuchter ihm entgegenstrecken. Und ich möchte diesen Moment erleben, wo er selbst seine Zündung entflammt und wo es wieder anfängt zu brennen. Diese Sehnsucht könnte ein Anfang sein auf dem Weg zurück, dass sich zwei oder drei, gerade auch in dieser besinnlichen Weihnachtszeit, zusammentun und bekennen, dass es einmal anders war und dass es nicht mehr so ist. Und sie sagen, Herr, du weißt, wie es damals war. Ich kann meine Liebe zu dir nicht größer und brennender machen, als sie ist, aber du kannst es. Nimm mein Leben wieder ganz neu. Nimm es. Entzünde diese Liebe in mir. Ich möchte dich doch wieder lieben, so wie es mal war. Er wartet darauf, unser Herr, dich und uns ganz neu wieder anzuzünden. So wie wir auch in dieser Zeit Kerzen anzünden, so will er unsere Herzen neu entflammen. Aus so einem Neubeginn Einzelner könnte auch ein Neubeginn für die ganze Gemeinde werden. Zurück zur ersten Liebe. Dieser Schritt zurück kann zum ersten und entscheidenden Schritt nach vorne werden. Der Herr möge es schenken. Herr, wir lieben dich. Diese Liebe soll noch stärker werden. Entzünde uns neu, dass wir wieder in der ersten Liebe leben. Ich möchte uns einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wer Freude hat, laut zu beten, darf es gerne tun. Wir stehen dazu auf.